Hey, beschmeiße mich mit Kaka oder was? I. Willkommen Leute zurück in Portia und heute werden wir mal in die andere Ruine gehen, denn wir müssen auch noch unseren Arbeitstisch hinten aufbessern, um die Reifen bauen zu können. Ich habe vorab schon mal geguckt, was wir dafür brauchen. Wir brauchen dafür 20 Holzbalken, 5 Altteile und 2000 Golds. Also Altteile haben wir nicht mehr oder alte Teile haben wir nicht mehr. Holz können wir natürlich machen. Aber wir werden jetzt mal in die Ruine im Ödland gehen. Ich laufe dahin und dann melde ich mich gleich von da. So, da sind wir schon auch. Hier geht es dann in die. Oh, Moment. Sam, versuchst du dein Glück mit einer gefahrvollen Ruine? Auf jeden Fall. Das ist ein sehr gefährliches Gebiet. Du wirst als würdig erweisen müssen. Du musst eine Minute lang im Kampf gegen einen Offizier der Ziviltruppe durchhalten. Es gibt drei von uns: mich, Remington und Arlo. Du kannst dir einen aussuchen. Jetzt muss ich auch noch gegen die kämpfen. Ja, was sind das denn für Level? Ach, da, trainieren. Okay. Wir sind, glaube ich, Level 10 oder so. Level 11 gegen 25. Die macht uns doch komplett platt. Ja, ich laufe jetzt einfach eine Minute weg. Das kann zwar nicht im Sinne des Erfinders sein, denke ich. Wenn das überhaupt geht. Oh. Hey, oh, guckt euch daneben an. Ja, da können wir nur weglaufen. Die Frage ist dann natürlich, ob wir dann überhaupt in die Mine sollten. Aber gut, das ist ja ein anderes Problem. Lass uns erstmal entkommen. Oh, das war keine gute Idee. Oh. Ich laufe einfach im Kreis. Uiuiui. Hau ab, Sam. Feil dir mal 15 Sekunden lang die Nägel. Nein. Ah. Alter Falter, wie sollen wir denn. Komm her, komm her. Haha. Oh, das war knapp. Alter, ich hab gedacht, ihr erwischt uns noch. Wow. Okay, wir haben es geschafft. Ja. Guck mal hier, wir haben sogar. Was ist das denn? Er präsentiert. Die Kräuter. Ah, lass es sein, Mirko, Marco. So. Wo müssen wir denn hier hin? Na, darunter wahrscheinlich nicht. Also kurz die Karte gucken, bevor ich mich wieder verlaufe. Zerfallenes Ödland, wir sind hier. Kläranlagenruine. Also ziemlich gerade durch irgendwie. Gucken wir mal. Na, ich denke mal da irgendwo lang. Ach, da. Was sind das denn für Level? Level 13, Schluppi. Aber da war schon gerade so ein Vogel. Warte mal, der kommt mir sonst auch hinterher. Was ist seine Aufgabe? Ey, beschmeiße mich mit Kaka oder was? Ih, Drecksvieh. Kieferhahn. Mich mit Scheiße beschmeißen. Ich glaube, ich spinne. Nein, es geht doch nicht so. Vielleicht kriegen wir von dir auch Knochen. Dann brauche ich die. Ach, nur Fleisch. Gut. Wir wollen auch nicht die ganze Ausdauer hier verplempern. Und dann gehen wir mal in die Ruine. Kläranlage Level 1, Level 10 bis 15. Das passt ja eigentlich ganz gut. Schauen wir mal. So, da sind wir. Null Kills. Leute, ich will hier was sammeln und keine Kills machen. Verbleibende Versuche 2. Was ist was los? Hä? Okay. Ja, das weiß doch kein Mensch, dass man nicht da runterspringen kann. Hallo, was soll denn das? Ich will hier. Was ist das denn für ein Ding? Finde ich jetzt hier die Teile? Ach, tatsächlich. Okay, das ist jetzt. Oh.
Alter! Kleiner Motor, ja super. Was ist das hier? Greifen die mich an? Die greifen mich an. Die greifen mich an. Die greifen mich an. Verfluchte Axt. Und jetzt diese Leimschleimi wahrscheinlich gleich auch noch. Kommt her, ihr hässlichen Viecher. Nein, jetzt, ich hab... Aber Leimschleimi macht nichts. Wow. Ich lasse dich in Ruhe. Lässt du mich in Ruhe? Lass dich auch in Ruhe. Wir sind Freunde, okay? Das machen aber keine Freunde. Nein. Ich kann sie nicht angreifen. Lass mich nach Hause. Wie komme ich raus? Muss ich die killen? Ja, scheinbar, ne? Aber wie? Wie soll ich den killen? Der doch geht. Es sah erst so aus, als ob die sich nicht verwünden lässt. So, Schleim. Ach, das geht echt tatsächlich nur auf. Hier passiert doch irgendwas, oder? Ah, beenden. Was soll ich hier beenden? Oh Leute, das ist ja mal eine... Kann ich da nicht graben? Scheinbar nicht, ne? Okay, das ist ja was anderes. Auch cool. Na, gucken wir mal, wie es weitergeht. So, da sind wir jetzt in der zweiten Ebene. Und wir haben einen Springtänzer. Lalala. Den wir natürlich direkt mal hier vermöbeln werden. Hier, den Springtänzer. Aber ich habe auch, muss auf mein, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich mehr Essen mitgenommen. Da werde ich jetzt gleich mal gucken. Ich meine, dieser Springtänzer hat uns, glaube ich, noch nicht einmal getroffen. Ja, das ist doch nicht normal. Ja, noch mehr. Die haben mich natürlich vorhin schon ein bisschen vermöbelt. Und jetzt habe ich mich auch noch 96. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut, Leute. Gar nicht gut. Ich brauche Essen. Und zwar schnell. Geh doch weg, du hässlicher Vogel. Finde ich hier nicht auch irgendwo Essen? Nee, scheinbar nicht. Ich werde jetzt erstmal essen, wenn ich was habe. Okay, das weiß... Jetzt wisst ihr es. Stellt 10% wieder her. Ja, und... Hier, zack. Und zack. Ja, komm, das habe ich hier noch. Eine Ausdauer und 10. Na, hauen wir die uns auch rein hier. So. Gut. Wir haben, was haben wir denn jetzt schon gefunden? Weil ich wollte ja eigentlich alte Teile finden, ne? Habe ich nicht. Ja, wohl super. 6 Kills. Okay, wir machen weiter. So, und weiter geht's. Ich habe wieder ein bisschen Power. Ich würde ja gerne diesen... Ja, genau, ich wollte mich den Schleim hier eigentlich da, aber der bewegt sich ja null, ne? Dieser blöde... Der Schleimer bewegt sich ja nicht. Ja, alle drei auf einmal. Dankeschön. Und das wird... sehr eng werden, Leute. Oh. Ich brauche... Alter, der macht doch ganz schön Damage. Verbleibende Versuche 2. Okay. Ich hätte auch... Ich brauche ein besseres Schwert. Oder kann ich ihn... Er steckt aber noch nicht zu. Jetzt wollte ich gerade das ausprobieren. Ja, ich probiere jetzt mal nicht so viel aus. Ich will gucken, ob ich mit der Axt angreifen kann. Alter. Der hat mir ja vorhin nicht einmal getroffen. Jetzt zieht der mir alles ab, oder was?
Noch einer. Ja, am besten. Ey, was ist das denn? So, jetzt wartet mal kurz. Bevor hier... Warum spawnen die denn einfach? Angriff plus 100. Angriff plus... Ja, Leute, Angriff plus 100. Ach so. Nahkampfschaden plus 50. Die Frage ist... Ich mach das jetzt einfach mal. Kann ich doch auch mit... Ich habe noch einen Versuch. Ja, ich versuche das jetzt. Wenn das nicht geht, dann... Okay, scheint nicht zu funktionieren. Lass mich hier raus. Ja, das war's. War natürlich... Nein, jetzt mache ich auch noch die... Ach, der macht auch so einen Giftschaden, deswegen. Ja, das war's dann. Okay. Ach so, ein Versuch, null Versuche. Okay. Ich brauch so einen Pfeil und Bogen. Vielleicht soll ich mal wegrollen. Ja, jetzt hat er... Genau das wollte ich eigentlich nicht, dass er das macht. Ja, genau, jetzt treffe ich mich auch noch 15 Mal. Ja. So, warte mal. Alles rein, auch nur was geht. Und... Ja, ihn treffe ich halt einfach nur mit 10, 9, 95. Es ist halt einfach gar nichts, ne? Ich brauche das. Ich brauche die bessere Axt. Ich kann es hier beenden. Ich habe. Ja. Vor allem frage ich mich, was ich hier. Ich meine, das ist eine Ruine, okay. Aber was kriege ich denn hier? Ey, guck mal, hier sind 1000. Wisst ihr, was ich meine? Da sind Kisten, okay. Aber was kriege ich denn hier? Oh, warte mal. Alte Teile. Perfekt. Okay. Wir könnten sie im Prinzip verlassen. Die Frage ist, wenn ich jetzt sterbe, ne? Ich beende das hier, weil ich weiß nicht, wenn ich sterbe, dass dann alle, nicht, dass alle gesammelten Gegenstände kaputt sind, ne? Alle weg sind. Und dann würden wir da blöd stehen. Deswegen, verlasse ich das jetzt hier und komme mit einem besseren Schwert wieder. So, zumal wir nur noch 63 Ausdauer hatten und es, glaube ich, eh knapp geworden wäre. Das heißt, wir werden jetzt zurückmarschieren. Kann ich das hier irgendwann nicht abkürzen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Wo ist der Ausgang? Irgendwo da hinten war der. Ich werde jetzt aber an den Viechern hier vorbeilaufen, dann sehen wir uns gleich zu Hause. So, Leute, da sind wir. Wir haben noch hier die Quest Kiva für die drei Bronzebarren. Den Handelsauftrag, den werden wir natürlich noch kurz abgeben. Bekommen dann noch Kohle für. Und ich muss euch eine schlechte Nachricht geben. Ich muss hier mal die Lamas killen, weil ich habe noch kein Tier. Ich habe jetzt mehrere Tiere gekillt und ich habe bei keinen anderen Knochen bekommen. Und tja, ich brauche ein besseres Schwert. Und die Lamas haben Knochen. Ich hoffe, dass sie wieder spawnen. Und da ist doch, guck mal, da ist da hinten ist doch noch ein Vieh. Da haben wir noch einen Tierknochen. Ein, oh, Baumwolllama, das lasse ich lieber in Ruhe. Level 21. Es tut mir auch leid für die Lamas, aber die scheinen ja wiederzukommen. Also von daher, alles gut. Buntes Fell kriegen wir auch noch. Ich brauche nur 5. Wenn ich 5 habe, höre ich auf. Dazu müsste ich erstmal wissen, wie viel ich habe. 3.
Brauchen wir nur noch zwei. Komm, gib Knochen. Gib Knochen. Gib Knochen, gib nicht. Gut, ich mache jetzt hier die Knochen gerade und dann melde ich mich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe die Knochen nicht, weil mir einfach die Ausdauer fehlt. Ich nichts mehr habe zum Essen für die Ausdauer. Na gut, machen wir das ein anderes Mal. Deswegen legen wir uns jetzt erstmal schlafen. Und wir brauchen noch... Lass uns jetzt mal kurz gucken. Ich habe die alten Teile. Ich habe 2000 Golds. Wir können die Holzbretter noch machen. Wir brauchen 20 Holzbretter. Oder? Ja. 20 Stück. Das heißt, ich kann immer nur 10 maximal machen. Das Ding muss ich noch auftanken. Nicht genug Energiesteine. So geht's los wieder mal. Habe ich wahrscheinlich auch nicht hier drin, weil dann würde sie ja davon nehmen, ne? Doch, was ist das denn hier? Ein Brillenglas. Kein Energiestein. Wie sieht's hier aus? Die ist reif. Ah, wunderbar. Ernten. Baumwolle. Und 14 Stunden. Komm. Sorry. Na, der hat bestimmt der Laden jetzt zu. Dann würde ich sagen, ich gucke mal kurz hier, was wir hier brauchen. Dach ist Faserstoff, klar. Das können wir erst alles machen. Können wir alles erst machen? Die Kupferbarren. Ja, die habe ich ja jetzt hier hinten schon mal drin. Wie viel sind davon fertig? 3. Da werde ich aber das Feuer auch nochmal anheizen hier. Auftanken. Und zack. Genau, wie viel Bronzebarren haben wir jetzt? 3 Stück. Ja, dann lege ich mich erstmal schlafen und dann machen wir am nächsten Tag weiter. Ich melde mich gleich. So, da sind wir wieder. Ich werde jetzt auch direkt so einen Energiestein... Oh, was haben wir denn heute hier Schönes? 2 Stunden bis zur Feierlichkeit? Was? Heute ist der Tag der strahlenden Sonne. Die Feierlichkeit werden um 9 Uhr auf dem Peach Plaza beginnen. Oh, um 9 Uhr. Ja, perfekt. Oh, lasst uns beeilen. Na, das ist doch super. Dann kriegen wir hier noch den schönen Tag mit. Ich will aber gerade noch Energiestein kaufen. Komm, wir haben nur noch ein paar Sekunden Zeit. Das schaffen wir. Hier, Oaks ist auch noch hier am... Mai ist das. Aber das ist doch praktisch. Wunderbar. Dann holen wir gerade noch den... Ein paar Energiesteine. Was? Ja, komm. Müssen die Maschinen ja irgendwie am Laufen halten. Wo kriegen wir denn sonst die Energiesteine her? So. Jetzt haben wir noch, können die Hunde schon... Also manchmal stimmt was mit dem Spiel nicht. So, eine Stunde die Feierlichkeiten zum Tag der strahlenden Sonne. Ja! Juhu! Ich will mein Geschenk. Interagieren. Ja. Dankeschön. Wo ist mein Geschenk? Evangal. Du kannst... Gale. Fröhliches Erstrahlen. Ich muss mal hier kurz hier weg, weil der Brunnen... ist so extrem... Naja. Es ist nun 97 Jahre, seit Peach uns die Sonne zurückgebracht hat. Wir können uns nicht einmal vorstellen, so langsam gelesen. Also lass uns heute Spaß haben und uns eine Erinnerung rufen, dass wir die Erde, den Himmel und vor allem unsere Mitmenschen respektieren müssen. Jo. Oh, das Luftschiff macht Geschenke. Ah, weg da. Ich will Erster sein. Der Gale. Das finde ich echt schön, solche Gimmicks so ins Spiel einzubauen, muss ich ganz echt gestehen. Finde ich wirklich cool, auch wie mit diesem Angeltag, wo wir nicht dran teilnehmen können und so. Finde ich sowas immer ganz cool. Da könnte was schneller gehen. Komm, Dicker. Hopp, hopp. Ach, da! Alter, ich dachte, wir müssen hinterher gehen. Gib mir das. Nein,
Ich habe zuerst A gedrückt. Ja, spinnst du denn? Sieht man das? Alter! Jetzt aber. Ich hab's. Ich kann nur eins nehmen. Nein, ich kann mehrere nehmen. Ich nehme alle. Sieht man das Luftschiff denn? Man sieht sogar das Luftschiff. Das ist ja cool. Gib mir alle Geschenke. Gib mir alle Geschenke. Ja, gefällt mir. Alles meins. Weg da. Oh, wer läuft denn da so langsam? Adit. Wo ist es hin? Da. Komm, schmeiß. Ja, okay. Aber vorhin habe ich ein paar Mal A gedrückt und er hat es nicht genommen. Warte mal, die laufen wieder in diese Richtung. Doch, es kommen noch welche. Ja. Ein Suppentopf. Aha. Okay. War es das? Die laufen alle zurück. Ich laufe denen einfach mal hinterher. Wir werden schon wissen, was sie machen. Der läuft wieder in diese Richtung? Aber vielleicht wissen sie doch nicht. Alter, der wirft es ja immer wieder da hinten hin. Nein, alles für mich. Hau ab. Oh mein Gott. Geschenke und noch ein Löcher. Nein. Ein Bronzeschwert. Leute. Und ich habe ein volles Inventar. Geht das schon wieder gut los hier. Fisch für die Angel, das ist okay. Das brauche ich. Milch. Kann ich jetzt schwierig was? Doch hier, das kann ich fallen lassen. Und dann nehme ich das Bronzeschwert natürlich. Nein. So hätte ich das vorher gewusst. Kann ich hier. Ich habe ein Bronzeschwert. Juhu. So, das Problem ist, ich könnte jetzt alles aufsammeln. Und ich habe einfach nichts. Das Inventar ist voll. Oh. Aber vielleicht. Ja, wenn ich wenig sehen würde, was es ist. Papa Bär hat keine Lust mehr. Folgt diesem Lüftstich. Ja, ihr seid ja witzig. Ich. Das ist doch Mist. Ja, ich weiß, dass mein Inventar voll ist. Was backt denn das jetzt hier so rum? Hier, die Scheiße brauche ich auch nicht. Kann ich weglegen. Kürbistorte, okay. Okay, endet. Ja, super schön. Coole Idee, wie gesagt, aber ich hätte mein Inventar leer machen müssen. So, ich, wir sehen uns zu Hause. So, da bin ich wieder. Ja, das Bronzeschwert ist wirklich richtig, richtig cool, muss ich sagen, dass wir das bekommen haben, weil wir natürlich einen viel höheren Angriffswert haben und ja, brauchen es somit nicht mehr bauen. Werde jetzt erstmal hier die Kisten wieder auffüllen, alles sortieren und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Ich habe hier sogar noch Tierknochen, sehe ich gerade. Ja, habe ich doch 6 Tierknochen. So, ich sortiere mal ein bisschen und dann gucken wir gleich nochmal. So, dann haben wir so ein bisschen sortiert. Und dann können wir jetzt hier die Holzbretter noch nehmen. Und Benzin müssen wir auch noch auftanken. Jo, ganz genau. Das tanken wir auf. Zack. Und müssen noch fertigen Holzbretter. Ich guck mal, wie viel kann ich denn machen? 3 maximal. Weil ich kein Holz mehr habe. Okay, also müssen wir noch Holz farmen und
Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, ne? Holz. Also die Bronzebarren kann ich hier vielleicht noch kurz nehmen und hier dran setzen. Wenn ich wüsste, wo. Irgendwo war noch Bronzebarren, ne? Wofür waren die nochmal? Der Kupferbarren für Fahrgestell. Okay. Ja, kommt man jetzt noch nicht einfach dran. Ja, nicht schlimm. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle auch mal Feierabend für heute. Ich gehe jetzt noch so ein bisschen Holz farmen, aber das ist ein bisschen uninteressant, das braucht ihr nicht unbedingt sehen. Und ja, hat mir wieder Spaß gemacht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Porsche. Bis dann, haut rein.